willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es einen Fisch, eine Lachsforelle mit Apfel, Spinat, Gemüse. Ja, was brauche ich dafür? Natürlich unsere Lachsforelle. Wir können auch Lachs nehmen oder auch einen anderen Fisch, möglichst aber einen Salmonid. So, dann haben wir natürlich frischen Spinat. Frischer Spinat schmeckt halt anders als gefrorener. Das ist ganz wichtig bei dem Gericht. Dann etwas Butter, Butter wieder von Geschmack. Zwiebeln, feingeschnittene Apfel. Hier haben wir Granny Smith. Dann etwas Wildkräuter, die wir aus dem Garten gefunden haben, die wir als Garnitur benutzen. Knoblauch, Olivenöl, Sahne, Blumensalz, sogenanntes Fleur de Sel. War früher, dass also der Wind über den Atlantik wehte und an den Blumen rangab und da hat man den Blumen abgepflückt, das Salz abgepflückt. Heute macht man das in Verbindung einfach, dass man Salz mit Blumen vermengt, dadurch auch den Geschmack mit reinkriegt. Etwas Zitrone und wir brauchen natürlich, das ist wichtig für den Spinat, etwas Muskat dazu. Hier reduzieren wir gerade einen Fischfond. Wir können heute Fischfond kochen, fertig kaufen. Den reduzieren wir aber mindestens um 10 Anteile. Das heißt also, wird runtergekocht. Aber wir beginnen nun mit dem Spinat. Spinat wird nicht blanchiert bei mir, sondern Spinat schwitze ich direkt an. Ich gebe also etwas Butter dazu in den Topf. Und wichtig ist auch ein kleiner Schuss Öl. Dadurch bekommen wir einen höheren Härtegrad. Das heißt, die Butter wird nicht sofort schwarz. Dann die Zwiebeln dazu. Etwas glasig ist wichtig dann dabei. Man sieht es also auch schon. Und dann kommt der rohe Spinat dazu. Sehr schön darauf achten, dass der Spinat möglichst ohne Stiel ist. Ja? Sie werden gleich sehen, wie schnell dieser Spinat in Häkchen verschwindet. Das heißt also reduziert. Deswegen auch die größere Menge ist wichtig. Wir rechnen immer so etwa zwischen 200 und 300 Gramm für diese Personenzahl. Dann kommen jetzt die Äpfel dazu. Klein geschnitten. Granny Smith hat eine schöne Säure. Etwas Zitronensaft. Und, wie ich vorhin angekündigt habe, Muskat. Oder wenn Sie was haben, ist was ganz Besonderes, die Muskatblüte. Die wächst eigentlich drumherum, hat nichts mit der Blüte zu tun, sondern es ist eine Faser um die Muskatnuss herum, die wesentlich feiner und filigraner ist und besser, eigentlich auch schöneres Aroma für diese Äpfel hat. Dann natürlich wieder Pfeffer und Salz dazu. Ich verwende immer etwas mehr Salz, ist nicht so aggressiv. Dann Pfeffer dazu, muss eine leichte Würzung haben. Und jetzt gießen wir das Gleiche ganz gleich auf mit etwas Sahne. Das ist schon praktisch reduziert. Hier kommt jetzt die Sahne dazu. Und jetzt wird das schön einfach mal runtergekocht und fertig. Dann geht es gleich weiter mit der Forelle, Lachsforelle. Wir nehmen hier wieder eine Teflonpfanne, geben dort auch wieder etwas Olivenöl dazu, aber hier etwas Knoblauch, dass wir in dem Öl etwas Knoblauchgeschmack drin haben, weil die Verbindung Knoblauch und Spinat passt eigentlich immer sehr, sehr gut. Gut, auch hier kommt jetzt etwas Butter dazu. Auch hier ist es wichtig, dass die Pfanne sehr heiß ist. Wir nehmen jetzt die Lachsforelle und wir braten es auf der Haut an. Warum auf der Haut? Damit der Fisch nicht gleich trocken wird. Er muss kross werden, die Haut. Und es ist also auch ganz wichtig. Hier kommt jetzt das Aroma von dem Knoblauch durch. Hier salzen wir ganz leicht mit etwas Fleur de Sel. Und etwas Pfeffer gebe ich beim Fisch nur dazu. Und fertig. Also, wie gesagt, auf der Haut gebraten. Das geht relativ schnell. Nebenbei machen wir jetzt die Soße. Da passiert Folgendes. Wir sehen, dass das Ganze sehr deutlich reduziert ist. Geben dazu die Sahne dazu. Schmecken das Ganze ab. Passt schon.
fantastisch. Auch der Spinat ist fertig. Forelle brauchen wir gleich einmal nur umdrehen. Wir reduzieren dann die Hitze. Drehen wir sehr schön fest. Auch da können wir noch Folgendes machen. Die Haut noch mal etwas, damit sie krosser wird, etwas übergießen. Und richten auch schon an. Jetzt passiert folgender Trick. Spinat wird in einem Ringkarton getan. Damit wir das optisch auch schön hinkriegen. Das Ganze pressen wir aus. Wir könnten also den Fond noch etwas nutzen für Soße. Ist also fantastisch geworden. Eben dazu dann eben die gebratene Forelle drauf. Und machen jetzt die Soße fertig. Wir können Folgendes machen. Da die Soße schon sehr schön in der Konsistenz hat, entweder ziehen wir sie etwas mit Kartoffelstärke ab oder, was auch ganz gut ist, wir ziehen diese Soße mit etwas Butter ab. Aber hier machen wir auf etwas schnellere Weise. Hier haben wir Kartoffelstärke oder Maisstärke, um das Ganze noch etwas fertig zu kriegen. Und schon haben wir das Ganze fertig. Die Soße ist fantastisch, auch im Geschmack. Ich gebe also die Soße jetzt dazu. Dann etwas Wildkräuter als Garnitur. Hier haben wir Karotte dazu, ein bisschen Vogelmiere, ein bisschen Blüte vom Frauenmantel. Doch, ist gut. Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit meiner gebratenen Lachsforelle und einem Apfel-Spinat-Gemüse.